So, jetzt freue ich mich aber, dass wir Markus Krösche bei uns in der Sendung begrüßen dürfen, den Sportvorstand der Eintracht aus Frankfurt. Hier sehen wir ihn noch bei Bild 100 Sport in unserem Hause. Der hatte sicherlich dank Kolomoani auch den wildesten Transfersommer, hat aber alles am Ende richtig gemacht, auch wenn es sicherlich nicht ganz einfach war, zumindest bei diesem Transfer im Speziellen. Herzlich willkommen zur Lage der Liga, Markus Krösche. Guten Morgen. Herr Krösche, wir haben gerade das Thema mit dem Gaza-Konflikt schon eröffnet und hatten Beispiele wie zum Beispiel Masraoui, der dann gestern auch angegangen wurde im Sportstudio von Alon Meyer. Es wurden Vorschläge gebracht, wie man dieses Thema in der Bundesliga in den Griff bekommen könnte. Bei Eintracht Frankfurt scheint es aktuell keine großen Probleme diesbezüglich zu geben. Wie haben Sie das angestellt? Ja, wir haben natürlich auch drei Spieler, die natürlich auch Muslime sind und wir haben natürlich auch mit denen gesprochen. Das ist natürlich letztendlich das, was da in Israel passiert, ist natürlich schrecklich und ist natürlich stark zu verurteilen. Aber wir haben ja die Gespräche geführt und letztendlich ist es so, dass wir einfach über die Dinge auch gesprochen haben und wie gesagt, waren auch gestern Teil der Schweigeminute. Und von daher haben wir das in Frankfurt einfach mit Kommunikation gelöst. Ja, das hat ja auch geklappt, muss man sagen. Ich muss zugeben, ich habe auch bei der Schweigeminute auf Frankfurt besonders geguckt. Hut ab, das war angemessen. Mich würde aber Ihre Meinung interessieren zu dem Vorschlag von Alon Meyer, dass man in Bundesliga-Verträge grundsätzlich einen Passus reinschreibt, dass der Spieler das Existenzrecht Israels anerkannt. Finden Sie die Idee gut? Ist es machbar? Würde Eintracht das vielleicht sogar von sich aus als Vorreiter machen? Ich weiß nicht, ob es machbar ist, kann ich schwer sagen. Grundsätzlich, glaube ich, sind alle solche Ideen hilfreich. Ob wie und ob man die umsetzen kann, muss man dann grundsätzlich sehen. Ich glaube, dass es wichtig ist, dass wir generell auch kommunizieren, dass wir immer wieder auch mit den Spielern auch unterschiedlicher Herkunft, unterschiedlicher Religion einfach auch immer im Austausch sind, dass wir Offenheit auch als Clubs schaffen und dass wir auch eine Offenheit und diese Werte auch dann auch transportieren und vor allem auch vorleben. Und das ist, glaube ich, das erstmal das Wichtigste, was wir Clubs auch machen müssen, wir Verantwortliche machen müssen, auch im Austausch mit den Spielern aus den unterschiedlichen Ländern und auch an den unterschiedlichen Glauben. Und das ist, glaube ich, das Wichtigste erstmal. Ja, also das klang jetzt nicht wie ein Nein, aber man sollte zumindest mal drüber nachdenken. So habe ich Sie verstanden, Herr Krösche. Ja, klar. Also, wie gesagt, also ich glaube, alle solche Themen sollte man prüfen. Das ist, glaube ich, extrem wichtig, weil letztendlich geht es darum, dass wir, eine Mannschaft ist auch immer ein Spiegelbild der Gesellschaft und es ist sehr unterschiedlich und da ist es wichtig, dass wir alle mit Respekt und miteinander umgehen und vor allen Dingen auch unterschiedliche Meinungen auch respektieren. Und da kann so eine Klausel natürlich auf jeden Fall hilfreich sein. Herr Krösche, auch wenn dieses Thema natürlich übergeordnet über dem Sportlichen steht und ich habe es schon gesagt, wir haben noch das Glück, dass wir uns an so etwas Banalem wie dem Fußball erfreuen dürfen und die Bundesliga hat ja Signale diesbezüglich gesendet, wollen wir mit Ihnen natürlich auch noch über das Sportliche bei der Eintracht aus Frankfurt reden. Sie sehen hier Marc Schmidt, den kennen Sie ja auch sehr gut. Mit ihm haben wir uns gestern unterhalten und uns gefragt, sind die Ansprüche der Eintracht jetzt aus Frankfurt eigentlich so hoch gestiegen, dass die Erwartungen mittlerweile so hoch sind, dass Platz 7 aktuell schon nicht mehr zufriedenstellend ist? Weil für mein Wahrnehmen, ich habe es nämlich zu Marc gesagt gehabt, habe ich persönlich mehr erwartet. Marc sagte dann, nee, es ist so, dass die Fans, die jetzt Anfang, Mitte 20 sind, eigentlich die Eintracht aus Frankfurt nur als Erfolgsverein kennen und die ältere Generation, die hat andere... Das war keine Absicht. Die hat andere Ansprüche an die Eintracht. Also wo ordnen Sie persönlich jetzt aktuell Eintracht Frankfurt auch ein? Ich meine, es ist ja klar, dass Erwartungshaltung sich verändert. Das ist ja normal, wenn du die Europa League gewinnst, in der Champions League ins Achtelfinale kommst, in den letzten zwei Jahren Pokalfinale bist. Ist ja klar, dass auch Ansprüche natürlich auch sich verändern, beziehungsweise auch die Wahrnehmung sich verändert. Das wissen wir natürlich auch. Gleichzeitig muss man halt auch immer sehen, dass wir dieses Jahr einen sehr, sehr großen Umbruch auch haben, wo wir viele Leistungsträger auch verloren haben, wo wir sehr viele junge Spieler auch jetzt dazugeholt haben, die mittlerweile jetzt auch immer wieder oder langsam reinkommen, auch in die Bundesliga, sich an die Intensität gewöhnen und die Automatismen im neuen Trainerteam. Von daher, glaube ich, sind wir ganz gut im Soll. Markus, ich schicke das kurz vorneweg. Wir kennen uns länger, deswegen sind wir beide per Du, da künsteln wir jetzt auch kein Sie. Du erlebst es jetzt zum zweiten Mal. Du erlebst es jetzt zum zweiten Mal seit deiner Zeit bei Eintracht Frankfurt, dass ein neuer Trainer einen Umbruch mitgehen muss und dass die Kritik der Fans am Anfang da ist. Wie froh bist du, dass Dino Topmüller schon so früh die Kurve bekommen hat und jetzt mit 13 Punkten doch für euren Umbruch, für diese Verhältnisse auf einem sehr, sehr guten siebten Platz steht?
Ja, ist natürlich schön. Ich meine, auch für Dino ist es schön. Ich meine, das ist seine erste Trainerstation als Cheftrainer in der Bundesliga. Sicherlich ist das dann auch, verliert natürlich, hat viele Leistungsträger, die wir abgegeben haben. Natürlich gerade in der letzten Woche dann auch mit Jesper Lindström und Randal Kolumuani, ist natürlich für einen Trainer dann auch nicht einfach. Er hat es aber sehr, sehr gut aufgenommen und arbeitet sehr gut damit, mit der Mannschaft, auch mit seinem Trainerteam. Und ich glaube, dass man jetzt so langsam sieht, dass die Idee, die Dino hat, dass die langsam auch umgesetzt wird. Man merkt auch jetzt gerade gestern, dass auch die Automatismen gerade in der Offensive immer mehr greifen, dass die Spielfreude da ist, dass auch gerade generell die Prinzipien, die er haben möchte, auf dem Platz auch immer mehr umgesetzt werden. Und das ist sicherlich schön für ihn, aber natürlich auch für uns und für die Jungs natürlich auch. Gestern habt ihr jetzt endlich mal 3 Tore geschossen. Das nimmt so ein bisschen den Druck aus der Stürmerdiskussion. Trotzdem ist nach unseren Informationen Gift Orban ein großer Kandidat schon für den Winter, spielt in Gent, ist ein Angreifer. Kannst du da schon ein bisschen mehr verraten? Seid ihr euch möglicherweise schon mit dem Spieler einig? Wir müssen ein bisschen vorsichtig sein mit dieser Stürmerdiskussion. Ich finde, es ist auch, wir haben mit Omar Mamouche und auch mit Jessica Nankam zwei super Stürmer, die natürlich noch jung sind, aber die auch jetzt immer mehr reinkommen. Ich finde, das ist immer, natürlich haben wir mit Randall jemanden verloren, der letztes Jahr sehr viele Tore gemacht hat und auch vorbereitet hat, aber man muss immer sehen, dass wir auch richtig gute Jungs bei uns in der Offensive haben. Wir haben mit Nacho einen jungen Spieler, der jetzt auch immer mehr jetzt auch bei uns reinkommt, der jetzt seinen Einsatz hat, der aus dem eigenen Nachwuchs kommt. Wir haben auch mit Lucas Alario noch, der noch ein bisschen Rückstand hat aufgrund seiner Verletzung. Also müssen wir ein bisschen vorsichtig sein mit dem, dass wir keine Stürmer haben. Ne? Aber natürlich, sicherlich ist es so, dass wir grundsätzlich immer den Markt sondieren. Das ist klar. Ich glaube, macht wenig Sinn, irgendwelche Namen jetzt hier zu diskutieren. Im Großen und Ganzen muss man sagen, wie gesagt, haben wir es jetzt in den letzten beiden Spielen ja auch offensiv sehr, sehr gut gemacht und wir haben unterschiedliche Torschützen, was sicherlich auch wichtig ist. Von daher, wir gehen jetzt erstmal diesen Weg weiter und dann gucken wir mal, was passiert. Und der Weg scheint ja aktuell auch erfolgreich weiterzugehen. Gut 100 Tage, ein bisschen mehr, ist Dino Toppmöller mittlerweile im Amt und so fällt sein Zwischenfazit zur aktuellen sportlichen Lage bei Eintracht Frankfurt aus. Am Ende geht es aber nicht darum, ob Rino oder ich jetzt irgendwelche perfekten Matchpläne auf den Platz bringen, sondern es geht darum, wie weit die Jungs das mit Leben füllen, wie intensiv sie Fußball spielen, mit welchem Spirit sie auf den Platz gehen. Und das war jetzt nach dem Spiel gegen Heidenheim, habe ich den Jungs das auch gesagt, dass es sich einfach lohnt, für dieses Gefühl des Sieges einfach alles zu investieren. Und da geht es in erster Linie darum, dass wir das auf den Platz bringen und dann kommt dann am Ende auch ein Ablauf rein in der Offensive. Ich glaube, der Sieg gegen Heidenheim und auch das gute Spiel gegen Saloniki haben uns extrem gut getan, auch für das Selbstvertrauen. Und jetzt wollen wir weiter im Flow bleiben. Herr Kröscher, jetzt ist es ja so, dass er schon in große Fußstapfen auch tritt, Dino Toppmöller, die hinterlassen wurden. Und Sie sagten in einem Interview, dass er ein extremes Leistungsprinzip hat, Dino Toppmöller. Ist das ein Vorteil, weil die Spieler ihn dadurch mehr respektieren oder sorgt das auch für Unruhe bei eventuell gestandeneren Spielern, die dann weniger Spielzeit bekommen? Ich meine, letztendlich, wir leben in einer Leistungsgesellschaft und das ist immer so, dass letztendlich Leistung dann auch honoriert werden muss. Das macht Dino und auch in einer gewissen Konsequenz. Das ist aber auch wichtig, glaube ich, weil wir haben auch einen breiten Kader und da geht es letztendlich darum, dass jeder die Möglichkeit hat, durch seine Leistung im Training, aber auch in den Spielen, dann sich auf sich aufmerksam zu machen. Und Dino achtet da extrem drauf und stellt dementsprechend dann auch seine Mannschaft für den Spieltag zusammen. Und das ist, glaube ich, auch wichtig, dass es transparent ist und dann weiß jeder, woran er ist. Und von daher, bisher haben die Jungs das ja auch sehr, sehr gut angenommen und werden es auch in der Zukunft gut annehmen. Und letztendlich hat jeder ja die Möglichkeit, über seine Leistung dann sich auch zu empfehlen. Bald jetzt ist es ja so, dass Dino Toppmöller zuletzt eigentlich nur in der zweiten Reihe gestanden war. Jetzt seine erste große Station als Chefcoach auch, eines so großen und traditionellen Clubs wie Eintracht Frankfurt. Was zeichnet ihn aus? Naja, er ist natürlich sozusagen in gewisser Weise ein Anfänger als Cheftrainer, aber er hat natürlich mit Julian Nagelsmann einen sehr jungen, aber einen tollen Lehrmeister gehabt. Er hat die RB-Schule durchlaufen, wo ja Fußball auch kein Fremdwort ist. Und ich denke mal, er hat Eintracht stabilisiert. Eine wichtige Zahl finde ich, wenn wir gerade über Stürmer gesprochen haben, die Liga wird ja hinten entschieden und Frankfurt ist die Mannschaft mit den wenigsten Gegentoren. Also weniger als Leverkusen, weniger als Stuttgart und weniger als der FC Bayern. Also hinten scheint Eintracht erstmal richtig dicht zu sein. Marc, hat man in Frankfurt damit gerechnet, dass Dino Toppmöller direkt so erfolgreich sein könnte oder hat man das auch mit einem kritischen Auge begutachtet? Ich glaube, es war am Anfang eine 50-50-Situation. 50% waren traurig, dass Oliver Glasner, der sehr erfolgreich in Frankfurt war, gegangen ist. 50% haben gesagt, nee, das war jetzt auch nach den Vorkommnissen in der vergangenen Saison mit Glasner genug.
Dementsprechend war man da, glaube ich, neutral zu Beginn und stellt jetzt aber fest, nach 3 Monaten, dass doch der Spielstil sich stark verändert hat in einen ballbesitzorientierten Fußball, der sehr ansehnlich ist. Also das, was Eintracht gestern in Hoffenheim zelebriert hat, das hat die Fans sehr erfreut. Und ich habe den Eindruck, der Sportvorstand hat zu dem neuen Trainer einen besseren Draht als zum Vorgänger Glasner, oder? Ich würde sagen, das lassen wir ihn beantworten. Nee, das, wir haben genau das gleiche Verhältnis. Ich weiß, dass das in der Öffentlichkeit oder generell zwischen Oliver und mir immer oder beziehungsweise immer gesagt wurde, dass wir uns nicht verstanden haben. Das war überhaupt nicht so. Also natürlich haben wir diskutiert, aber ich diskutiere genauso mit Dino. Also von daher haben wir genau das gleiche Verhältnis. Aber man hatte schon den Eindruck, es hat da immer ein bisschen mehr geknistert. Zumindest das, was von Frankfurt. Nein, aber es ist. Letztendlich, wir haben auch gerade in den Phasen, wo es nicht lief, natürlich auch mal diskutiert. Und generell, Oliver war sehr erfolgreich bei uns in Frankfurt und hat einen großen Anteil auch daran, dass wir die Europa League gewonnen haben, dass wir in der Champions League im Achtelfinale waren, dass wir im Pokalfinale waren. Und wir haben sehr, sehr gut zusammengearbeitet. Und dass man doch mal da diskutiert und auch mal unterschiedlicher Meinung ist, das ist doch ganz normal. Aber wir haben auch ein gutes Verhältnis. Wir schreiben uns regelmäßig und wenn wir uns beim nächsten Mal sehen, dann trinken wir auch ein Bierchen zusammen. Also das ist überhaupt kein Problem. Herr Krösche, jetzt ist es ja so, dass es in Ihrer Amtszeit bei Frankfurt sicherlich diese Saison der härteste Umbruch war. Sie hatten einen wilden Transfersommer, vor allem auch die größte Schlagzeile sicherlich der Transfer von Kolo Muani. Und wir haben für Sie eine Grafik vorbereitet, wie Eintracht Frankfurt denn aussehen könnte, also die Aufstellung, sofern man nicht auf Millionensummen an Ablöse angewiesen wäre. Das ist eine potenzielle Aufstellung, Marc. Wir schauen mal gemeinsam drauf, mit der die Eintracht auflaufen könnte. Wie stark wäre dieses Team und würde Eintracht Frankfurt so diese Saison um die Meisterschaft mitspielen? Naja, also grundsätzlich muss man natürlich sagen, dann bei all den Spielern, so wie sie auf dem Zenit waren, ne? Also bei Jovic und bei Haller natürlich, Kostic, auch Kolo Muani bei dem Leistungsvermögen, das sie bei Eintracht Frankfurt gehabt haben, da würde ich dann doch schon sagen, alle in Topform, durchaus ein Kandidat für die Top 3. Herr Krösche, welchen Spieler von diesen hätten Sie am liebsten gehalten? Welcher Transfer tut besonders weh? Ach, ich meine, sind alles gute Spieler. Im Großen und Ganzen haben die alle ihre Geschichte auch bei der Eintracht gehabt, haben eine sehr, sehr gute Leistung gebracht. Seppel ist ja noch da, von daher, und Hase ist auch noch da und Kevin ist noch da. Also von daher sind ja nicht alle weg. Im Großen und Ganzen, alles hat seine Zeit. Und letztendlich ist es so, dass wir natürlich auch bei der Eintracht immer mal wieder auch auf Transferlöse auch angewiesen sind. Das ist nun mal Teil des Business. Gibt ganz, ganz wenige Clubs, die halt keine oder auch nicht auf Transferlöse angewiesen sind. Und im Großen und Ganzen geht es ja auch ein Stück weit darum, wenn natürlich Spieler auch sich dann schneller entwickeln als wir als Club in dem Moment, dass sie dann auch ihre eigene Karriere forcieren wollen, den nächsten Schritt machen wollen, gehört auch dazu. Von daher, wie gesagt, sind alles gute Spieler, die ihren Anteil haben an dem Erfolg der Eintracht haben und von daher dann aber ihren eigenen Weg oder ihre eigene Karriere weiter forcieren wollten woanders und das gehört dazu. Im Großen und Ganzen gehört das auch zum Fußball grundsätzlich dazu und wir müssen halt versuchen, immer wieder auch gute Jungs wieder dazu zu holen, weiterzuentwickeln und ich glaube, dass ist uns in der Vergangenheit gut gelungen und wird uns jetzt in der Zukunft auch gelingen. Marc, jetzt ist Herr Krösche natürlich meine Frage sehr gut ausgewichen und hat mir keinen Namen genannt, den er nachweint. Wem deiner Meinung nach weint er am meisten nach? Ich glaube, Mario Götze weint am meisten im Moment noch, dass Kamada und Kolo Muani nicht mehr da sind, weil die beiden ihm einfach als Anspielpartner fehlen. Die drei haben schön gezaubert und das war das, was ihm noch so ein bisschen, was ihm doch so ein bisschen schwermütig gemacht hat. Er hat auch, glaube ich, soweit wir wissen, nochmal beim Vorstand nachgefragt, ob man nicht im Falle Kamada dann doch nochmal nachverhandeln könne, weil er dann eben so gern mit ihm zusammenspielt, als der Probleme hatte, einen neuen Verein zu finden. Aber grundsätzlich ist es, glaube ich, schon so, und das wird Markus bestätigen können, dass es sehr, sehr schwierig ist, bei Eintracht Frankfurt die Balance zu finden zwischen auf der einen Seite Spieleridentifikation, die Spieler bleiben länger bei einem Verein und die Fans können sich beim Traditionsclub damit identifizieren oder aber eben die Spieler verkaufen und das Festgeldkonto zu füllen. Und das ist halt extrem wichtig. Marc, du hast gerade ein Stichwort genannt, Mario Götze, da müssen wir erstmal gratulieren, der ist Vater geworden. Ja. Zweites Kind gestern. Erstmal herzlichen Glückwunsch an Mario Götze. Aber da geht mir so durch den Kopf, die Saison ist bisher nicht so doll gelaufen für Mario. Er ist einmal vom Platz geflogen sogar. Hat das was mit der Schwangerschaft, da gab es ja wohl auch ein paar Schwierigkeiten zwischendurch, gesundheitlicher Art, bei seiner Frau zu tun, die ihm im Kopf rumgespukt sind? Oder glauben Sie jetzt, dass nach der Geburt des Kindes
dass es quasi ein Neustart in die Saison für Mario Götze wird? Ja, ich glaube, dass es erstmal wichtig ist, dass alle gesund sind und dass das Kind jetzt auf der Welt ist. Das ist erstmal wichtig für die Familie Götze. Das ist auch für uns extrem wichtig. Deswegen war er ja auch gestern nicht dabei, weil für uns Familie der noch immer vorgeht. Ich glaube, letztendlich ist es so, dass Mario, dass ein sehr, sehr, oder generell ist Mario ein sehr, sehr wichtiger Spieler für uns und er wird auch wieder auch ein wichtiger Spieler in dieser Saison sein. Sicherlich hat er am Anfang ein bisschen seine Probleme gehabt, hatte so ein bisschen auch in der Vorbereitung, war ein bisschen angeschlagen. Aber das ist halt so, das passiert halt. Aber Mario ist ein extrem wichtiger Spieler und gerade mit seiner Erfahrung, gerade bei der jungen Mannschaft, die wir haben, ist er extrem wichtig auf und neben dem Platz. Er ist ein absoluter Führungsspieler und ist auch jemand, der mit seiner Erfahrung den Jungs auch ein paar Dinge mitgeben kann. Nicht nur fußballerisch, sondern auch persönlich, was Entwicklung angeht. Von daher freuen wir uns, wenn er jetzt wieder zurück ist und es wird einen ganz, ganz großen Anteil haben an der Art und Weise, wie wir Fußball spielen wollen. Ich bin ja großer Mario Götze-Fan, aber was mich ein bisschen genervt hat in letzter Zeit an ihm, er meckert und meckert und meckert. Könnt ihr da nicht mal mit ihm reden? Ach mein Gott, das gehört doch dazu, oder? Also ich meine, letztendlich Mario will gewinnen, der ist sehr ehrgeizig und man muss auch ehrlicherweise sagen, es ist natürlich klar, dass Mario gerade auch immer im Fokus ist, der Gegenspieler, dass sie dann natürlich auch ein bisschen härter gegenüber ihm agieren und dann, es kann natürlich auch mal ein Spieler wie Mario nerven und dann ist es halt so, dass er vielleicht auch mal ein bisschen unzufrieden ist in der einen oder anderen Situation und dann gibt es halt mal eine gelbe Karte, vielleicht die eine oder andere gelbe Karte zu viel, aber das ist halt so. Markus Krösche befürchten, dass Mario Götze bald an seiner Tür klopft, weil er eventuelle Wechselgedanken äußern möchte? Ich bin mir bei Mario Götze immer nicht so sicher, ob die Lebensplanung länger geht im sportlichen Bereich als eine Saison. Deswegen kann ich mir durchaus vorstellen, dass wenn jetzt Spieler wie Faris Chaibi überperformen, Eintracht sich weiterhin so entwickelt und ein Angebot aus der MLS käme, dass man sich das zumindest anhören würde. Und Eintracht würde ja dann auch noch Ablöse bekommen. Dementsprechend muss man da schauen, wie sich das bis zum Ende der Saison entwickelt. Herr Krösche, würden Sie Mario Götze ziehen lassen, sofern ein Angebot aus der MLS reinflattert? Nein, Mario ist ein wichtiger Spieler für uns. Und wie gesagt, gerade mit seiner Erfahrung. Gucken Sie, wir haben eine sehr, sehr junge Mannschaft. Ich glaube, wir haben die jüngste Mannschaft jetzt in der Bundesliga. Und da ist ein Spieler wie Mario extrem wichtig für uns. Und der wird auch einen großen Anteil daran haben, dass wir uns auch weiterentwickeln, dass sich die Jungs weiterentwickeln. Von daher stellt sich die Frage uns überhaupt nicht. Weil auf der einen Seite ist es wichtig, dass Mario jetzt wieder reinkommt und dass er uns hilft mit seiner Erfahrung und gleichzeitig natürlich auch den Jungen hilft, sich weiterzuentwickeln. Und der wird einen großen Einfluss auf unsere Art und Weise haben. Deswegen stellt sich die Frage 0,0. Aber Krösche, wenn er dann reinkommt zu Ihnen ins Büro und sagt, ich kann jetzt mit Messi in einer Mannschaft spielen, das ist mein Lebenstraum, dann würden Sie sagen, nein? Wäre eine runde Geschichte zumindest. Ich weiß gar nicht, warum wir darüber spekulieren. Also es gibt doch gar keine Anzeichen. Also von daher brauchen wir auch über dieses Thema nicht so grundsätzlich sprechen, weil es ist alles hypothetisch. Es gibt gar keine Anzeichen. Mario fühlt sich wohl und wie gesagt, hat jetzt gerade erst ein zweites Kind bekommen und jetzt kommt er wieder zurück und dann geht's weiter. Eine Spekulation sei noch erlaubt, Herr Krösche, bevor wir Sie bei Stimmt oder Stuss quälen. Marc, was macht denn jetzt Eintracht Frankfurt mit der Stürmerproblematik im Winter? Ja, wie gesagt, ich gehe davon aus, dass Gift Orban aus Gent kommt. Wenn ich da richtig informiert bin, hat er den gleichen Berater wie Jens-Peter Hauge. Das heißt, Markus Krösche spricht mit den Beratern bereits und da wird der Name Gift Orban sicher auch mal gefallen sein. Es gibt aber mehrere Kandidaten, nicht nur einen. Und soweit wir wissen, wird dort definitiv im Winter gehandelt und zumindest ein Stürmer kommen, wenn nicht sogar noch ein zweiter. Marc, ich habe noch einen Namen gehört, Timo Werner. Ja, aber ich glaube, das ist seitens des Gehalts... Ich glaube, das ist seitens des Gehalts nur sehr schwer zu stemmen bei Eintracht Frankfurt. Aber wer weiß, vielleicht will ja Leipzig das Gehalt übernehmen. Herr Krösche, eine Frage habe ich noch, die interessiert mich als Kunstfreund. Was ist das für ein Gemälde, was Sie im Hintergrund haben? Keine Ahnung, eine Freundin von uns hat das gemalt. Ich weiß nicht, was es bedeuten soll, aber ich finde die Farben ganz schön. Oder meine Frau findet die Farben ganz schön, von daher hängt es hier. Glückwunsch, macht sich gut. Wie Sie merken, Herr Krösche, Walter ist ein Kunstliebhaber, der kennt sich da sehr gut aus. Aber wir wollen dennoch beim Sportlichen bleiben und hier nicht zu sehr abdriften. Der Name Timo Werner ist ja doch ein spannender. Bei ihm läuft es persönlich nicht gut bei Leipzig, hat seinen Startplatz verloren. Und der Eintracht aus Frankfurt könnte so ein Spieler, sofern er dann auch wieder in seine Form zurückfindet, gut tun. Wären Sie daran interessiert, Timo Werner zu verpflichten im Winter?
Timo ist ein super Spieler, der natürlich auch schon nachgewiesen hat, dass er auf sehr hohem Level auch Fußball spielen bzw. auch Tore schießen kann. Aber Timo ist bei uns kein Thema. Also hat Marc noch den weiteren Namen gehandelt. Lassen wir mal so stehen, würde ich sagen. Und dann dürfen wir sie weiter quälen mit Stimmt oder Stuss. Da kommen jetzt die kritischen. Oder Thesen, besser gesagt. Wir stellen Ihnen eine These, Herr Krösche, und Sie dürfen mit Stimmt oder Stuss antworten und Ihre Antwort dann natürlich auch erklären bzw. ausführen. Die These Nummer 1 lautet, Markus Krösche wird der nächste große deutsche Manager in der Premier League. Stimmt oder Stuss? Stuss. Weil? Ja, weil ich total gerne bei der Eintracht arbeite und ich mich total wohlfühle und wir noch vieles vorhaben, von daher stellt sich die Frage gar nicht. Aber es gab ja schon mal ein Angebot, ich glaube, von Tottenham. Ne? Also das Interesse war schon da aus England. Ja, ich fühle mich wohl bei der Eintracht. Also und arbeite total gerne da, von daher. Also ich glaube, interessiert mich gar nicht. Ich glaube, wenn ein Bundesliga-Vorstand sowohl Tottenham als auch Liverpool absagt, dann ist Eintracht Frankfurt eine herausragende Adresse im Bundesliga. Oh, hört, hört. Eintracht ist eine herausragende Adresse und ist ein total spannender Club mit unheimlich viel Potenzial und mir macht es jeden Tag Spaß, zur Arbeit zu gehen und mit den Jungs zu arbeiten, im Club zu arbeiten. Wenn man auch wieder gestern sieht, unsere Fans mit 10.000 in Hoffenheim, ist schon cool. These Nummer 2 lautet, Kevin Trapp wird nicht die Nummer 1 im Kasten der deutschen Nationalmannschaft, weil die fußballerischen Qualitäten, also die am Fuß für einen Torhüter als Nummer 1 beim DFB nicht ausreichen. Stimmt oder Stuss? Stuss, weil Kevin ein überragender Torwart ist und sehr, sehr gute Leistungen bringt. Und von daher hat er alle Chancen, auch die Nummer 1 zu werden. Manuel Neuer kehrt jetzt zurück. Wen sehen Sie als klare Nummer 1 beim DFB? Neutral betrachtet, nicht aus der Eintracht-Frankfurt-Brille? Nee, auch neutral betrachtet finde ich, dass Kevin das verdient hat. Ich meine, er ist jetzt über Jahre auch in der Nationalmannschaft und bringt über Jahre sehr, sehr gute Leistungen. Von daher hätte er es verdient, die Nummer 1 zu sein. Dem ist nichts hinzuzufügen, oder? Ja, ich sage mal so, natürlich ist es ein bisschen Eintracht-Brille, verstehe ich auch. Ich finde, Kevin Trapp ist dicht dran. Ich glaube aber im Moment ist Ter Stegen noch ein Tick dichter dran. Und nicht dran, sondern drin. Herr Krösche, Sie kennen ja Julian Nagelsmann auch ganz gut. Haben Sie mit ihm über Kevin Trapp im Detail auch schon gesprochen? Nein, nein. Also natürlich haben wir mal telefoniert und wir haben uns mal ausgetauscht, aber wir haben jetzt noch nicht über einzelne Spieler gesprochen. Der Julian ist jetzt auch, hat ja gerade erst angefangen und muss jetzt auch seinen Weg für sich auch erstmal finden. Hat das mir sehr, sehr gut gemacht, wenn man sich die beiden Spiele jetzt anschaut. Ist auch der richtige Trainer jetzt für die Nationalmannschaft. Aber wir haben jetzt noch nicht über einzelne Spieler gesprochen. Markus, würdest du ausschließen, dass Julian Nagelsmann über die EM hinaus Bundestrainer bleibt? Keine Ahnung, kann ich schwer sagen. Ich glaube, dass jetzt die Konstellation so optimal ist, sowohl für den DFB als auch für ihn und auch für den deutschen Fußball, muss man sagen. Ich glaube auch für die Jungs, für die Nationalspieler. Und dann muss man sehen, wie es in der Zukunft, was er letztendlich auch machen will. Ich glaube, dass Julian ein sehr, sehr guter Trainer ist und auch als Vereinstrainer auch sehr, sehr erfolgreich sein wird in der Zukunft. Aber letztendlich muss Julian selber entscheiden. Aber er ist noch ein junger Kerl, der hat noch so viel vor und hat so viel Qualität auch, nicht nur als Trainer, sondern auch als Mensch. Und der wird seinen Weg gehen und die Entscheidung muss er letztendlich treffen. Als Sie wussten, dass Julian Nagelsmann auf dem Markt ist, aber haben Sie da mal einen Gedanken daran verschwendet, ihn zur Eintracht zu holen? Nein, ich glaube, dass wir letztendlich eine super Zeit zusammen hatten in Leipzig, sehr erfolgreich waren, wir auch sehr, sehr, uns sehr, sehr gut verstehen, nicht nur jetzt, was die Arbeit angeht, sondern einfach auch, weil wir uns als Personen sehr, sehr mögen und sehr, sehr schätzen, aber ich glaube, dass der Weg von Julian ein anderer ist, als der, den wir momentan bei der Eintracht haben. Jetzt ist der Weg von Julian Nagelsmann, der eine erfolgreiche Heim-EM zu spielen als Coach der deutschen Nationalmannschaft. Und die Torhüterdiskussion ist ja sicherlich eine der größten, die auch er dann lösen muss. Herr Krösche, besten Dank für Ihre Einschätzungen. Wir werden gleich diese Torhüterdiskussion vertiefen, aber Sie sind jetzt erstmal entlassen. Danke für Ihre Zeit und schönen Sonntag. Sehr gerne. Alles Gute. Viel Spaß noch. Dankeschön. Tschüss. Tschüss. Glaubst du, dass er noch sehr, sehr lange bei der Eintracht bleiben wird? Markus Krösche, klang ja schon so, ne?
Es deutet aktuell nichts darauf hin, dass er Eintracht verlassen möchte. Er ist unheimlich gut vernetzt beim DFB auch. Er ist in der Bundesliga sehr, sehr gut vernetzt. Ist mit Oliver Bierhoff befreundet. Also Markus Krösche wird sich, glaube ich, in Zukunft keine großen Sorgen machen müssen, wenn es um eine Jobsuche geht. Der 95-Millionen-Transfer von Kolo Muani nach Paris hat ihm großen Respekt gebracht. Aber im Moment haben alle doch den Eindruck, dass es eher danach aussieht, dass er im Winter seinen Vertrag in Frankfurt nochmal verlängert. Und was die Torhüter-Diskussion betrifft, glaubst du, Kevin Trapp kann wirklich Ansprüche auf die Nummer 1 anmelden? Er hat sich ja sehr mutig gezeigt im letzten halben Jahr und hat auch immer wieder erwähnt, dass er diesen Anspruch auch an sich selbst hat, zu versuchen, die Nummer 1 im Tor der deutschen Nationalmannschaft zu werden. Aber wenn man so durch die letzten Jahre geht, man weiß auch, dass Andreas Köpke damals, als er Bundestorwarttrainer war, schon immer ein bisschen auf das fehlende fußballerische Potenzial bei Kevin Trapp abgehoben hat und er deshalb auch mal aus den Top 3 rausgefallen ist, hat aber natürlich in den letzten Jahren überragend gehalten, war der Meilenstein, warum Eintracht 2022 die Europa League gewonnen hat. Und dementsprechend verstehe ich auch Markus Krösche, der sagt, Kevin Trapp habe es verdient, die Nummer 1 zu sein, weil er halt eben auch in der Bundesliga ständig unter dem Brennglas steht und ich glaube auch häufiger geprüft wird als jetzt zum Beispiel Ter Stegen in Barcelona. Aber umgekehrt ist natürlich so, ein Weltklub, wo Ter Stegen da im Tor steht. Und man muss auch sagen, ich kann mich an keinen Fehler zuletzt erinnern, der rechtfertigen würde, ihn rauszunehmen.